Wenn ich so im Internet unterwegs bin oder mich mit anderen Selbstständigen unterhalte, höre ich ganz häufig so den Satz, dass Unternehmen ja viel weniger Steuern bezahlen. Also eine GmbH zahlt viel weniger Steuern als der kleine Mann, also der Einzelunternehmer. Und ehrlicherweise ist das so ein weit verbreiteter Glaube, dass man als GmbH weniger Steuern bezahlt als klassischer Freiberufler, also Einzelunternehmer. Und in diesem Video möchte ich einfach mal die Steuerbelastung von einer GmbH mit der Steuerbelastung eines Einzelunternehmers gegenüberstellen, um zu schauen, wer am Ende denn eigentlich mehr oder wer am Ende weniger Steuern bezahlt. Um die Steuerbelastung zu vergleichen, sollte man natürlich wissen, welche Steuerarten müssen denn eigentlich gezahlt werden. Und zwar von Einzelunternehmen müssen natürlich erstmal die Einkommensteuer gezahlt werden. Das heißt, auf das gesamte Einkommen wird Einkommensteuer gezahlt. Ungefähr 11.000 Euro sind steuerfrei, das ist so der Grundfreibetrag und alles darüber wird dann mit Einkommensteuer belastet. Und dieser Einkommensteuersatz, der steigt tatsächlich an. Wichtig ist da immer der Durchschnittssteuersatz und der höchstmögliche Steuersatz mit Einkommensteuer liegt bei 45% vom Einkommen. Und dann zahlen Einzelunternehmen in der Regel auch Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist umgangssprachlich als Mehrwertsteuer bekannt und auch das zahlt mehr oder weniger jeder Selbstständige. Da gibt es noch so eine Vereinfachungsregelung, die heißt Kleinunternehmerregelung. Die kannst du in Anspruch nehmen bis 22.000 Euro Jahresumsatz im letzten Jahr. Das heißt, wenn du im letzten Jahr unter 22.000 Euro Umsatz im Jahr lagst, dann kannst du quasi darauf verzichten, Umsatzsteuer auszuweisen und abzuführen. Und das war es dann tatsächlich für dich auch, wenn du Freiberufler bist. Wenn du Gewerbetreibender bist, dann musst du tatsächlich auch noch die Gewerbesteuer bezahlen. Allerdings bist du gewerbesteuerbefreit bis zu einem gewerblichen Gewinn von 24.500 Euro. Das heißt, die ersten 25.000 Euro sind steuerfrei und wenn du dann mehr verdienst, dann zahlst du zwar Gewerbesteuer, kannst diese Gewerbesteuer aber wieder in deine Einkommensteuererklärung anrechnen. Das heißt, da wird eine ganze Menge so hin und her gerechnet. Unterm Strich muss man sagen, für die Berechnung der gesamten Steuerbelastung kannst du die Gewerbesteuer eigentlich fast vernachlässigen, weil in fast allen Gemeinden in Deutschland kannst du sie zu 100% in der Einkommensteuer anrechnen. Das heißt, Freiberufler und Gewerbetreibender zahlen in Deutschland in den allermeisten Fällen genau gleich viele Steuern. Ich habe übrigens genau dazu auch schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Wenn dich dieser Vergleich interessiert, dann schau da unbedingt einmal vorbei. Und das waren jetzt erstmal die Steuerarten von einem Einzelunternehmen. Wie sieht das Ganze jetzt bei einer GmbH aus, also bei einer Kapitalgesellschaft? Die Umsatzsteuer ist 1:1 identisch. Die können wir also vernachlässigen. Bei der Einkommensteuer wird das Ganze jetzt plötzlich spannend, denn GmbHs zahlen keine Einkommensteuer. Einkommensteuer zahlen nur wir, also wir Menschen, wir natürliche Personen. Aber eine GmbH ist eine juristische Person und zahlt deswegen keine Einkommensteuer. Es gibt aber auch sowas wie die Einkommensteuer für Kapitalgesellschaften. Das ist die Körperschaftssteuer und die liegt bei 15%. Und zwar ab dem ersten Euro Gewinn und auch wenn du hunderte Millionen oder Milliarden Euro Gewinne machst, liegt die Körperschaftssteuer nur bei 15%. Und ich glaube, dass ganz viele dieser pauschalen Aussagen, dass Unternehmen ja viel niedriger besteuert werden, daher kommen. Bei der Einkommensteuer zahlen wir bis zu 45%, aber bei der Körperschaftssteuer ja, halt nur 15%. Und das klingt zumindest auf den ersten Blick ja erstmal ungerecht. Allerdings gibt es ja noch eine dritte Steuerart, und zwar die Gewerbesteuer. Wir erinnern uns, Freiberufler zahlen gar keine Gewerbesteuer und die Gewerbetreibenden, die sind auch erstmal befreit bis 24.500 Euro Gewinn und alles darüber hinaus können sie dann verrechnen mit der Einkommensteuer. Das heißt, unterm Strich belastet die Gewerbesteuer Einzelunternehmen nicht wirklich. Das ist bei GmbHs tatsächlich anders. Die haben erstens keinen Freibetrag und zweitens auch keine Möglichkeit, die Gewerbesteuer auf die Körperschaftssteuer anzurechnen. Und das führt dann dazu, dass GmbHs tatsächlich auch Gewerbesteuer zahlen und sie am Ende auch tragen müssen. Wie hoch die genau ist, das ist abhängig davon, in welcher Gemeinde die GmbH ihren Sitz hat. Weil die Gemeinden können die Höhe der Gewerbesteuer leicht beeinflussen. Ganz grob kann man aber ungefähr sagen, dass die Gewerbesteuer in Deutschland 15% beträgt. Und damit zahlen GmbHs in Deutschland ungefähr 30% Steuern. Also 15% Körperschaftssteuer und 15% Gewerbesteuer. Doch auch 30% klingt irgendwie nicht so richtig viel. Schließlich zahlen wir bis zu 45% Steuern. Aber der Einkommensteuertarif, der steigt ja an. Ich habe ja schon erzählt, die ersten 11.000 sind komplett steuerfrei. Das heißt, da liegt der Steuersatz bei 0%. Und dann fängt der langsam an zu steigen. Also 1%, 2% und so weiter. Und mit steigendem Einkommen steigt dann tatsächlich auch der Steuersatz. Das heißt, hier stellt sich natürlich die wichtige Frage, mit wie viel Gewinn, also mit wie viel Einkommen liegt denn mein persönlicher, individueller
Steuersatz eigentlich beim Durchschnittssteuersatz von 30%. Und das ist so ungefähr 80.000 Euro. Das heißt, bis zu 80.000 Euro Einkommen zahlst du als Einzelunternehmen tatsächlich weniger Steuern. Und alles, was über 80.000 Euro Gewinn ist, da zahlt tatsächlich die GmbH unterm Strich weniger Steuern. Weil bei der GmbH wird der erste und der 1-millionste und der 1-milliardste Euro Gewinn immer nur mit 30% versteuert. Das heißt, da gibt es keine Progression. Grob können wir uns also merken, alles unter 80.000 Euro, da ist das Einzelunternehmen günstiger, alles über 80.000 Euro Gewinn, da ist tatsächlich die GmbH günstiger. Da gibt es jetzt immer so das Argument, naja, eine GmbH ist auch teurer. Schließlich musst du die GmbH erstmal registrieren über einen Notar. Du musst immer eine Bilanz erstellen. Du brauchst in den meisten Fällen einen Steuerberater, der macht die aufwendigere Form der Buchhaltung, also die Bilanzierung. Und einmal im Jahr musst du einen Jahresabschluss veröffentlichen oder hinterlegen beim Bundesanzeiger. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Positionen und Kosten, die du als GmbH zusätzlich hast. Selbst wenn wir das mit einrechnen und sagen, okay, eine GmbH kostet im laufenden Betrieb 2.000 Euro mehr als ein Einzelunternehmen, dann steigt die Gewinngrenze halt. Dann liegen wir bei ungefähr 85.000 Euro. Das heißt, dann können wir sagen, bis 85.000 Euro ist es tatsächlich günstiger, ein Einzelunternehmen zu haben und ab 85.000 Euro Gewinn ist eine GmbH günstiger. Und das Ganze können wir so auch als erstes Zwischenfazit so stehen lassen. Tatsächlich ist diese Grenze durchaus relevant. Und zwar immer dann, wenn die Gewinne reinvestiert werden müssen. Das heißt, wenn die Gewinne quasi im Unternehmen bleiben. Denn es gibt ein entscheidendes Problem bei einer GmbH. Ja, die GmbH zahlt bei einem Gewinn von über 85.000 Euro weniger Steuern. Das Problem ist, du bist keine GmbH und auch ich bin keine GmbH. Eine GmbH ist eine juristische Person. Und ich als Inhaber oder als Geschäftsführer dieser GmbH muss dieses Geld ja irgendwie wieder rausbekommen aus dieser Gesellschaft. Und das ist leider nicht steuerfrei möglich. Deswegen müssen wir uns natürlich die gesamte Kalkulation anschauen. Das heißt, ich muss dieses Geld, zumindest wenn ich es privat ausgeben möchte, ja irgendwie aus dieser GmbH herausbekommen. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist in Form eines Gehaltes. Das heißt, ich kann mich ja selbst in meiner GmbH anstellen, mir Gehaltsabrechnung ausstellen und mir dann quasi das Geld als Gehalt auszahlen. Und dann muss ich natürlich in dieser Gehaltsabrechnung wieder meinen persönlichen Steuersatz zahlen. Das passiert dann im Rahmen von Steuerklassen und so weiter. Das heißt, dann bin ich ganz normaler Angestellter. Und wenn ich da mein Gehalt unglaublich hoch ansetze, dann zahle ich da auch wieder im Durchschnitt irgendwann ungefähr 45% Steuern. Das heißt, da habe ich dann nicht so richtig viel gespart. Der große Vorteil bei einer GmbH und wenn ich mich selber in meiner GmbH anstelle, ist, dass die Gehaltskosten und die Gehaltsnebenkosten eine Betriebsausgabe für die GmbH sind. Wenn ich mir beispielsweise 100.000 Euro Gehalt auszahle, dann hat die GmbH 100.000 Euro Kosten und muss diese 100.000 Euro natürlich nicht mehr versteuern mit Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Aber ich muss es halt wieder mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern. Das heißt, unterm Strich muss man sagen, wenn ich mir ein Gehalt auszahle, dann spare ich mit einer GmbH nicht so wirklich Steuern, weil ich ja ganz am Ende doch wieder meinen persönlichen Steuersatz zahle. Kommen wir zur zweiten Methode, wie ich Geld aus meiner GmbH rausholen kann. Und zwar in Form von Gewinnausschüttungen. Bleiben wir mal bei den 100.000 Euro Gewinn. Das heißt, meine GmbH hat 100.000 Euro Gewinn gemacht vor Steuern. Und jetzt zahlt die GmbH natürlich ungefähr 15.000 Euro Körperschaftssteuer, ungefähr 15.000 Euro Gewerbesteuer und es verbleiben 70.000 Euro. Also 70% bleiben vom Gewinn übrig. Denn Gewinnausschüttungen sind nur möglich von dem Gewinn nach Steuern. Das heißt, jetzt bei Ausschüttungen muss ich tatsächlich das Ganze erstmal versteuern. Und dann kann ich den Gewinn nach Steuern nehmen und mir tatsächlich ausschütten. Das heißt, die 70.000 Euro. Das Problem ist, diese Kapitalausschüttungen, die muss ich auch nochmal persönlich versteuern. Und zwar mit der Kapitalertragssteuer. Kapitalgesellschaft, Kapitalertragssteuer. Und diese Kapitalertragssteuer, das werden die meisten von euch wissen, die liegt bei 25%. Pauschal. Das heißt, diese 70.000 Euro muss ich tatsächlich nochmal versteuern mit 25%. Und das sind dann 17.500 Euro. Das heißt, insgesamt habe ich auf meine 100.000 Euro Gewinn 30.000 Euro Steuern in der GmbH gezahlt und um das Geld dann anschließend aus der GmbH rauszubekommen, noch einmal 17.500 Euro. Und das sind insgesamt 47,5% Steuerbelastung, bis ich das Geld quasi netto voll versteuert auf meinem Konto habe und damit jetzt ja in den Urlaub fahren kann beispielsweise, also meine privaten Lebenshaltungskosten bestreiten kann.
Das heißt, die GmbH und die Gewinnausschüttung führen am Ende dazu, dass meine Steuerbelastung, egal wie hoch der Gewinn ist, bei 47,5% liegt. Und das führt unterm Strich dazu, dass auch das nicht günstiger ist als ein Einzelunternehmen, weil bei einem Einzelunternehmen zahle ich halt nie mehr als 45% Steuern. Wir können also zusammengefasst sagen, eine GmbH zahlt tatsächlich weniger Steuern als ein Einzelunternehmen, und zwar ab einem Gewinn von ungefähr 85.000 Euro. Aber wenn ich das Geld tatsächlich privat ausgeben möchte, dann zahle ich fast immer mehr, wenn ich tatsächlich eine GmbH habe, und zahle tatsächlich weniger, wenn ich das Ganze als Einzelunternehmen gestartet habe. Und hier noch ein ganz wichtiger Hinweis an alle Gründer, die große Visionen haben und die schon die Millionen auf dem Konto sehen. Man kann tatsächlich eine solche Firma, ein solches Unternehmen auch umwandeln. Das heißt, du kannst ohne Probleme als Freiberufler oder als Gewerbetreibender in der Rechtsform des Einzelunternehmens starten und irgendwann, wenn du merkst, oh, jetzt ist es aber tatsächlich günstiger und besser für mich, eine GmbH zu gründen, dann kannst du dein Unternehmen umwandeln. Das heißt, du machst da jetzt keinen Fehler, wenn du am Anfang dich halt für ein Einzelunternehmen entscheidest. Und ehrlicherweise ist meine persönliche Empfehlung in den allermeisten Fällen, starte mit einem Einzelunternehmen. Es ist viel, viel flexibler, es ist meistens günstiger und die ganze Verwaltungsarbeit ist tatsächlich einfacher, weil du unter Umständen deine Buchhaltung tatsächlich auch alleine machen kannst und keinen Notar und Anwälte und Steuerberater schon für die Gründung brauchst. Starte einfach als Einzelunternehmen und wenn das dann gut läuft, dann kannst du dein Unternehmen immer noch umwandeln. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und habe deine Frage beantwortet. Wenn ich deine Frage nicht beantwortet habe oder wenn ich ein bisschen zu schnell war in diesem Video, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du in deiner Selbstständigkeit Unterstützung brauchst, die richtigen Tools brauchst, einen Steuerberater brauchst und so weiter, dann schau unbedingt mal den ersten Link in dieser Videobeschreibung an oder klick einfach hier oder noch besser, abonniere den Kanal und schau dir eins dieser beiden Videos an.